Die Arbeiten, für die der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften vergeben wurde, haben den Steuerzahler schon sehr viel Geld erspart. Der Wirtschaftsnobelpreis 2020 wurde an zwei Ökonomen, Bob Wilson und Paul Milgrom, vergeben. Und zwar für die Entwicklung von Auktionstheorie und für die Entwicklung neuer Auktionsdesigns. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Am Beispiel der Mobilfunklizenzen kann man das vielleicht schön verdeutlichen. 1994 wurde in den USA erstmals ein Auktionsprozess gestartet, wo Mobilfunklizenzen versteigert wurden. Und das ist nicht ganz einfach, denn man kann nicht einfach sagen zum ersten, zum zweiten, zum dritten, hier ist die Lizenz, sondern es gibt verschiedene Lizenzen. Man kann verschiedene Frequenzbänder miteinander verbinden und es gibt eine Menge von Firmen, die interessiert sind. Und man braucht ein geeignetes Auktionsdesign und das zu entwerfen. Diese Arbeiten beruhten sehr stark auf den Vorarbeiten von Paul Milgrom und Bob Wilson. Also so eine Lizenz hat natürlich einen enormen kommerziellen Wert für einen Mobilfunkanbieter. Aber der Staat weiß ja per se noch nicht, welchen Wert und wer den höchsten Wert für so eine Lizenz hat. Und das kann man mit so einer Auktion offenbar herausfinden. Also der Staat hat einerseits ein Interesse an einem möglichst hohen Erlös, andererseits auch typischerweise ein Interesse daran, dass die Lizenzen an jene Firmen gehen, die damit auch am meisten anfangen können. Und wenn man die richtigen Auktionsformate verwendet, um zu verhindern, dass das Bieter sich miteinander absprechen können und auch gleichzeitig man viele Bieter überhaupt anzieht, die teilnehmen an der Auktion, dann kann das sehr hohe Effizienzgewinne bringen.